Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Paskalationskanal. Wir reagieren heute auf Ara, oder ich weiß nicht, wie man das mit der zweite ausspricht. Snipiers. Aber wir werden es gleich hören vom Song, wie das wahrscheinlich ausgesprochen wird. Produziert bei Jet und Bronson. Boah, übertrieben, ein krasser Name, Alter, vom Aussprechen her. Ja, wir checken mal ab, was jetzt für Musik auf mich zukommt. Und ja, ich weiß es jetzt gar nicht, aber wir gehen einfach rein. Snipes, wie es ausgesprochen, ja. Kommt hier mit einer ganz schönen Power direkt rein. Kann man jetzt nichts sagen. Kommt nice rüber hier für mich. Hört sich ganz gut an so. Scheppert natürlich schon ins Ohr rein. Aber ist halt natürlich auch sehr eintönig gehalten, die Hook. Aber okay, mal weiter hören, wie die Parts gleich sind. Denkst du, ich mach das aus Spaß? Oder wieso gebe ich mir den Film? Die meisten Rap. Denkst du, ich gebe mir das aus Spaß? Oder was denkst du? Ah, sorry, ich hab ein bisschen den Faden verloren. Jetzt. Denkst du, ich mach das aus Spaß? Oder wieso geb ich mir den Film? Die meisten. Denkst du, ich gebe mir das aus Spaß? Oder wieso gebe ich mir den Film? Er wollte da so eine kleine Disszeile noch rankommen, aber fand ich sehr gut den Einstieg. Oder wieso geb ich mir den Film? Die meisten Rapper sind paar Fotzen, die vor Bullen singen. Ekelhafte Tage, wenn du nix hast, doch wenn du was. Die meisten Rapper sind ein paar Fotzen, die vor dem Bullen singen, auch sehr stark. Wird dein Läufer zu nem Bastard, weil er keinen Schnapp macht. Scheiß auf Geld und Fame, fick drauf, will nur gut leben. Junkies sind auf Turkeys hinter Gitterstäben. Sagt ihr auch Scheiß auf den Luxus, Scheiß, sagt er hier sozusagen. Hauptsache, man kann gut leben. So, ich muss nicht reich damit werden. So, bisschen Mucke machen, Geld verdienen, geiles Leben haben. So, mehr muss nicht. So, das reicht mir schon. Sehr bodenständig auch, finde ich nice. Gewichte für einen freien Geist. Auch wenn du 1000 Leute kennst, ich hab meinen kleinen Kreis. Ihr habt uns so gemacht, alle in eine Schublade. Und bin kein Rich Kid, nur weil ich bisschen Schmuck trage. Und bin kein Rich Kid, nur weil ich ein bisschen Schmuck trage. Ja, ist erstens nice, dass er das sagt. Und zweitens ist natürlich auch eine Disszeile an alle oder an viele deutsche Rapper, die natürlich so tun, als wären sie die Reichsten. Aber ist auch teilweise natürlich viel Show dabei. Und das will er halt damit sagen. Zumindest klingt so für mich. Verstehst nicht, was ich sage, wie ich rede. Doch am Ende gibt's dann Schläge in die Zähne wegen Knete. Am Ende gibt's dann Schläge in die Zähne wegen Knete. Sehr nice. Ich sage, wie ich rede. Doch am Ende gibt's dann Schläge in die Zähne wegen Knete. Snipes, Kappa in Snipes. Zerstörte heute schon mir ja jetzt. Snipes, Kappa in Snipes. Ja, Hook ist jetzt nicht ganz so meins, muss ich sagen. Part fand ich sehr stark. Aber wir hören gleich nochmal weiter, aber vielleicht kommt das auch, wenn die Hook öfter wiederholt wird, aber ist mir ein bisschen auch zu eintönig und ja, wir hören einfach mal weiter. Ja, toll kann rein, schirrt ein Nickel jetzt. Snipes, Kappa in Snipes. Zerstört dich heute schon wie ja, jetzt. Snipes, Kappa in Snipes. Ja, toll kann rein, schirrt ein Nickel jetzt. Was für Beatboxen und Adlibs, ich ripp dich und du checkst nix. Was für Beatbox und Adlibs, ich ripp dich und du checkst nichts. Wieder ein nicer Beginn hier im zweiten Part. Ja, von den Parts hat er es auch echt drauf, Alter. Kann ich jetzt nichts Schlechtes gegen sagen. Das ist die Ostblock-Technik, der Pitch ist heiß und gibt sich selbst, geht ins Detail, ich fick die Welt. So viele Filme sind passiert, die ganze Fresse ist entstellt. Geh mal und verpiss dich mit deinem Regenbogen. Hier geht's um Geldwäsche, harte Drogen, alle wollen. Geh mal und verpiss dich mit deinem Regenbogen. Auch eine coole Line hier. Geh mal und verpiss dich mit deinem Regenbogen. Hier geht's um Geldwäsche, harte Drogen. Alle wollen ganz nach oben. Pädophiler Nuttensohn ist krank und geht auf Therapie. Am Ende geben sie ihn Schutz auf, dass man ihn nicht sieht. Meiner Meinung nach. Ja, auch geile Zeile. Können wir uns hier nochmal geben. Ist natürlich auch. Ein Pedo geht in Therapie und am Ende wird er natürlich noch geschützt von den anderen Leuten.
weil er natürlich von bestimmten Leuten zu Recht so massakriert werden würde. Mickey und Deos haben darüber ja auch einen Song gemacht, so ein bisschen in die Richtung, also so einen kompletten Song. Und der wurde einfach gesperrt, Digga. Ist schon eine kranke Welt, in der wir leben, ganz klar. Krank und geht auf Therapie. Am Ende geben sie ihn schutzhaft, dass man ihn nicht sieht. Meiner Meinung nach gehört der Bastard erschossen. Fick die Justiz, alle, ihr seid alles Fotzen. Gehört der Bastard erschossen? Ja, gebe ich ihm recht, ganz klar. Muss ich auch so sagen. Nach gehört der Bastard erschossen. Fick die Justiz, alle, ihr seid alles Fotzen. Es ist hart auf der Straße, komm, guck was passiert. Macht es alles nicht seit gestern und die Hood ist mit mir. Macht es alles nicht seit gestern und die Hood ist mit mir. Ja, er ist einfach auf der Straße, so geile Parts. Ich sag ja, Hook ist nicht ganz so meins, aber ja, okay. Aber da habe ich schon deutlich schlechtere Sachen gehört. Und die, gerade die Parts haben mir sehr gut gefallen. Rapper jetzt die Best. Zerstört doch heute schon wieder, jetzt. Snippes, Kappa jetzt die Best. Ja, toll kann rein, schirrt ein Nicker jetzt. Snippes, Kappa jetzt die Best. Zerstört doch heute schon. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, was haltet ihr von Ara oder wie man ihn ausspricht. Schreibt mal gerne in die Kommentare oder so, wie man ihn ausspricht. Sorry an der Stelle, falls er das sehen sollte. Aber ja, sonst weitermachen, weiter Gas geben und ja, ist ein geiles Ding insgesamt. Ja, wenn ihr ihn supporten wollt, streamt es digital, steht hier. Und was gibt es sonst zu sagen? Ja, schreibt mir eure Meinung über meine Reaction gerne in die Kommentare. Wenn ihr überhaupt so feiert, abonniert meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.